Servus, Gude und Hallo, Humps hier mal wieder am Start. Und heute mit einem neuen Format, das sich nennt Diese Woche in Tarkov. In diesem Format will ich euch zeigen, was ist vergangene Woche passiert. Einfach mal die Woche Revue passieren lassen, was so von Battleset Games über Twitter kam, sonstige Kanäle halt kam. Einfach einmal, dass man geschlossen die wichtigsten Informationen in einem kurzen Video zusammenfasst von einer Woche. Und somit fangen wir doch auch gleich mal mit dem Interessantesten an, und zwar mit den Screenshots, die diese Woche gezeigt wurden. Und zwar hätten wir einmal da die M1911 komplett gemoddet. Sieht eigentlich richtig geil aus und ich freue mich richtig, richtig wahnsinnig darauf, dass die ganzen Mods auch ins Spiel finden. Was auch noch gesagt worden ist, das kann ich hier direkt auch schon sagen, dass ja für alle Waffen dementsprechend auch noch mehr Mods hinzukommen werden, dass man zum Beispiel auch den Trigger oder einen anderen Trigger einbauen kann. Es wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Springen wir weiter, es wurde auch nochmal ein Screenshot, oder ja, kann man eigentlich fast sagen, eher, ja, ein Artwork von der PPSH nochmal gezeigt. Das will ich euch hier nicht vorenthalten, was man hier so schön sehen kann. Ist halt einfach eine brutale Maschinenpistole. Kann man nicht anders sagen. Was auch noch gezeigt worden ist, und darauf freue ich mich auch richtig, richtig, richtig wahnsinnig, ist die Customs-Erweiterung. Hier ist nochmal ein Screenshot gezeigt worden von dem Lagerhaus, was man de facto jetzt auch schon sehen kann. Mit der Sicht auf die Construction. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant, wenn mit 12.7 die Customs-Erweiterung kommt. Was auch noch gezeigt worden ist, ist ein Gesicht. Und zwar ein Gesicht zu einem von den Cultists. Ich kann jetzt dazu nichts Genaues sagen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das eventuell sogar der Cultist-Boss ist. Eventuell. Man weiß es nicht. Aber, wie gesagt, wurde gezeigt und es werden immer mehr Informationen zu den Kultisten preisgegeben. Man kann gespannt sein, wann sie denn auch endlich ins Spiel kommen. Wie ihr wisst, wird ja nicht gesagt, wann diese ins Spiel kommen. Ich habe hier zwar auch noch eine Art Screenshot, was aber nicht public gemacht worden ist, und zwar sind das die Änderungen an der Munition, die vor kurzem stattgefunden haben. Was die Subsonic betrifft, die AP-Munition auch für die MP7. Ich habe es einmal gescreenshottet, damit man es direkt sehen kann, bevor ich das irgendwie einzeln mal aufzähle. Lasse ich dann jetzt einfach mal hier so auf euch wirken. So, das war es dann aber auch schon mit den Screenshots, die reingekommen sind. So, was kam sonst noch rein? Es wurden in dieser Woche mehrere technische Updates beim Spielclient als auch bei den Servern gemacht, um einfach die Stabilität des Spiels zu verbessern, aber halt auch um den Kampf gegen die Cheater weiterhin zu kämpfen. Das Wichtigste, was aber mit reingekommen ist, und zwar ist es der Release von dem Patch 12.6.2. der die folgenden Patchnotes noch mit sich gebracht hat. Und zwar wurde unter anderem der Double Damage rausgenommen, was heißt rausgenommen, der Double Damage wurde gefixt, der aufgetreten ist, wenn man auf einen anderen Spieler geschossen hat, in dem Bereich, wo sich der Bauch und der Brustkorb sich die Hitboxen überschnitten haben. Wenn man genau dorthin geschossen hat, dann hat dann der den Treffer bekommen hat, doppelten Schaden bekommen. Das wurde jetzt soweit gefixt. Dann wurde auch noch gefixt, dass zum Beispiel der Sound sich so angehört hat, als wenn man draußen wäre, obwohl man drin war, nach einem Reconnect. Also wenn man den Server mit Alt F4 oder wenn man das Spiel mit Alt F4 beendet hat, zum Beispiel fürs Reconnecten, weil halt der Server Probleme hatte, und man reconnectet im Gebäude wieder, dann hat sich der Sound im Gebäude so angehört, als wenn man außerhalb vom Gebäude. Das wurde auch gefixt. Dann wurde unter anderem auch gefixt, dass Killer nicht zurückschießt. Das war wohl so, dass er ein paar Mal gestunt war, auf der Stelle war und auch nicht geschossen hat und man konnte ihn easy farmen. Das wurde jetzt auch gefixt. Also Killer schießt seit dieser Woche definitiv wieder zurück. Es wurden auch noch weitere technische Fixes mit eingespielt, als auch mehrere Verbesserungen am Spiel selbst, auch Optimierungen, um halt einfach auch die Freezes
mehr zu minimieren, falls ihr noch immer welche haben solltet. So, was gab es sonst noch Neues? Und zwar mit dem Patch kam auch noch die Erweiterung für die Map Reserve. Und zwar wurde hier ein komplett neues Bunkersystem eingeführt, was man jetzt hier auf den Screenshots sehen kann. Gibt es in dem Bereich, wo der Helikopter steht, gibt es in den Gebäuden jetzt unten mehrere Eingänge zu diesem Bunkersystem, wo ihr zum einen einmal hin müsst wegen der Prepper Quest, die halt auch noch mit neu hinzugekommen ist mit dem Update. Und zum anderen gibt es unten Shit Ton of Loot. Und ganz wichtig, dort unten gibt es auch noch einen weiteren Exit jetzt. Das heißt, ihr müsst nicht mehr über die Kuppel hinausgehen oder über das Hermetic Door rausgehen, sondern ihr habt dort unten jetzt einen weiteren Exit. Ich finde, das ist eine richtig geile Idee und wie man an den Screenshots sehen kann, haben die das richtig geil umgesetzt. Es sieht nicht nur super aus, sondern auch die Fights dort unten machen richtig Fun. Dort unten können auch Raiders spawnen. Also seid dort unten nicht so unvorsichtig, nicht nur PMCs rennen unten rum, sondern ab und zu auch mal Raiders. Was wurde noch so geändert? Unter anderem wurde der Rückstoß von den AKs im 5,56 und 7,62 Kaliber verringert, aber es wurde auch der Rückstoß von den ASVALs und VSS in der Basis wurde dort der Rückstoß erhöht. Unter anderem haben wir auch noch eine Genauigkeitsverringerung bei den Mosin-Läufen. Das heißt, ihr könnt nicht mehr straight on point schießen. Klar, ihr werdet immer noch treffen, aber die Genauigkeit ist verringert worden. Bei den Pistolen ist es genau andersrum. Dort ist bei den Glocks, bei der Gretsch und bei der P226 ist die Genauigkeit erhöht worden. Das heißt, mit denen könnt ihr jetzt auch wesentlich genauer schießen. Unter anderem wurde die Loot-Chunks komplett erhöht auf 30%. Das heißt, ihr werdet in den Karten mehr Loot finden. Die Flohmarktgebühren wurden um 20% verringert. Das heißt, ihr zahlt jetzt 20% weniger Gebühren, wenn ihr irgendwas reinstellt. Klar, wenn ihr extrem teure Items immer noch reinstellt, zahlt ihr immer noch extrem viel Gebühren, was ja normal ist. Die Trader wurden ein bisschen angepasst, was das Kaufen und Verkaufen von Items bei ihm angeht. Da wurde auch ein bisschen geändert. Das heißt, ihr müsst oder ihr solltet am besten immer jetzt nochmal neu schauen, wer wo was am besten verkauft, wo ihr das meiste Geld rausbekommt. Und noch eine Änderung, die eigentlich sehr gut ist, ist, dass ihr die Skills schneller levelt. Das heißt, dort ist das, den Fortschritt, den man machen kann, der ist um 20% erhöht worden. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall definitiv alle Skills schneller leveln können. Unter anderem wurde jetzt aber auch noch eingefügt, dass ihr Rucksäcke nicht mehr stapeln könnt. Das heißt, ihr Beta in Beta in Beta und sowas funktioniert nicht mehr, wenn ihr sie auf dem Rücken tragt. Ja? Im Stash geht das noch, aber sobald ihr auf dem Rücken einen von den großen Rucksäcken habt, könnt ihr es nicht mehr machen, dass ihr dann einen weiteren großen Rucksack reinstecken könnt. Kleinere gehen, so Scav Backpack und kleiner, die könnt ihr noch reinpacken, aber größere Rucksäcke könnt ihr im Raid oder auch wenn ihr sie auf dem Rücken habt, nicht mehr stapeln. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Änderung, weil man sieht es oft genug. Die Leute haben halt Rucksack und Rucksack und Rucksack und Rucksack und Rucksack, irgendwie sind da ein bisschen zu gierig und ja. Ist an und für sich eigentlich eine gute Änderung. Und warum man es gemacht hat, ist einfach, dass man auch diesen Real Money Tradern da ein bisschen den Riegel vorschiebt, dass die halt nicht so viel Items mit rausnehmen können oder auch nicht mit in den Raid reinnehmen können zum Verkaufen. Dann wurden, es ist für Deutschland eher uninteressant, aber es wurden für Südamerika neue Server hinzugefügt. In Summe sind es, glaube ich, 4 gewesen. 4 neue Server für Südamerika. Klingt jetzt nicht viel, hilft aber ungemein dort. Ich habe da auch schon Feedback gehört. Es hilft denen auf jeden Fall ungemein. Dann wurden über 400 Real Money Trader gebannt. Nicht nur die Verkäufer, also die das Zeug verkaufen, sondern auch die Käufer, die halt mit echt Geld Items gekauft haben oder halt auch Rubis oder Dollar gekauft haben, die wurden gebannt, weil das definitiv ein Verstoß gegen die TOS sind und macht man einfach nicht. Ja? Und so haltet auch im Hinterkopf, wenn ihr sowas macht oder wenn ihr halt Items mit echt Geld kauft, unterstützt ihr Cheater. Weil Cheater sich so quasi auch mitfinanzieren.
So, das Beste zum Schluss eigentlich. Und zwar gab es für alle mindestens 1 Million Rubel als Entschädigung für die Unannehmlichkeiten der letzten Zeit. Ich sage jetzt deswegen mindestens, weil ich auch schon von ein paar gehört habe, dass die 2 Millionen Rubel bekommen haben. Ich weiß aber von mir selbst nur, dass ich 1 Million Rubel bekommen habe. Deswegen, falls ihr noch nicht in Tarkov drin wart, geht rein. Ihr solltet eine Meldung vom System haben und dort wartet mindestens 1 Million Rubel auf euch. Okay, und das war's jetzt aber auch schon. Schon ist gut, ne? Wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen was über 10 Minuten. Das war's jetzt aber auch mit den Informationen. Allein nur von letzter Woche. Ja? Es sind eine Menge Informationen gewesen. Es ist eine Menge gemacht worden. Und ich will dieses Format halt deswegen auch etablieren, damit man auch sieht, was gerade so passiert ist. Weil wenn halt viele Sachen passieren über die Tage hinweg, fällt das nicht mehr wirklich so auf, was alles gemacht worden ist. Und deswegen will ich das einmal zusammenfassen und einmal wirklich widerspiegeln, was wurde in einer Woche in Tarkov gemacht. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einmal ein Like oder auch ein Dislike hinterlegt, wenn es euch nicht gefällt. Ja, es, sowohl als auch, gibt mir Feedback und ich weiß eventuell aber auch, was ich ändern kann. Nutzt die Kommentarfunktion, lasst uns darüber diskutieren, was zurzeit auch in Tarkov gut läuft, was nicht gut läuft. Wie findet ihr die Änderungen? Wie findet ihr die Erweiterung? Wie gespannt seid ihr auf 12.7? Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, es ist seit Samstag 22 Uhr, ist Raid Episode 4 draußen. Schaut sie euch an. Den Link zu dem Video oder auch zu der ganzen Serie habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Schaut es euch auf jeden Fall an, falls ihr es noch nicht gesehen habt, es lohnt sich auf jeden Fall. Bombardiert mich in den Kommentaren. Ich werde auf jeden Fall alles lesen und schauen, dass ich auch alles beantworten kann, so gut ich kann. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Anschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und vergesst nicht, ich streame jeden Montag, Mittwoch und Freitag jeweils ab 19 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr morgens. In diesem Sinne, ich mache mich hin, ich bin raus. Ciao, euer Humps.